Ich begrüße euch herzlich zu dem Montag, 14. April. Ihr könnt eine neue Woche starten. Vielleicht seid ihr gerade etwas besser dran als ich. Ich habe gestern einen Unfall gemacht und ein Nagel ist mir ins Handgelenk. Das ist etwas ziemlich Schmerzhaftes, aber gegenüber einer Kreuzigung ist das immer noch Ferienbetrieb. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt auf einmal einen grusamen guten Tag. Im Losungswort heisst es, im Neuen Testament, Jesus sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und er hetzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Das steht Markus 10, 14 und 16. Ungefähr eine Woche ist es her, da haben wir gelesen, noch im Zusammenhang mit dem Noah, dass es geheissen hat, denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, warum heisst er nicht von Kindheit auf? Weil wir lebt ja auch einiges schon bereits mit den Kindern. Aber man sieht, dass Gott schon dann für Kindheit so etwas wie ein Reservat geschaffen hat. Die Formulierung nicht ausdehnt auf die frühesten Menschheitsjahre. Jesus erkennt in den Kindern etwas sehr Verwandtes. Sie sind nicht vom Konkurrenzdenken versucht. Sie sind nicht vom Misstrauen zerfressen. Und sie sind nicht von der Bitterkeit versauert. Jesus erkennt in ihnen etwas vom Vater vom Himmel. Man muss jetzt wissen, für die Stelle richtig zu verstehen, dass zu der Zeit von Jesus die Kinder in einer Familie fast keine Gültigkeit, fast keinen Wert hatten. Sie waren noch gar nicht so richtige Personen. Und wenn Jesus ihnen jetzt ein Heimatrecht gibt, wenn er sie unter Heimatschutz stellt, dann sagt er, ich habe für die Kinder eine Heimat. Sie sind schon volle Bürger von dieser Heimat. Dann ist das ein grosser Widerspruch. Es fordert seine Umgebung, es fordert die Menschen um ihn herum auf, direkt zum Widerspruch. Das haben ja die Jünger auch gemacht. Das kann man nachlesen bei dieser Markus-Stelle. Jesus gibt ihnen also eine Heimat, spricht ihnen das zu. Wir stecken die Kinder, die mühsam sind, eher etwas mal in ein Heim. Und wir sind auch nicht so unendlich viel besser. Wir haben einfach Grenzen ein bisschen zurückgeschoben. Wir sagen dafür einfach, Kinder, die noch gar nicht geboren sind, dass sie eigentlich noch gar keine richtigen Menschen. Da kann man machen mit ihnen, was man will. Ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter und sage, es ist sogar ein Aspekt von Denkmalpflege da drinnen. Wenn Jesus sagt, schaut mal das Kind an, ihr seid selber auch mal Kind gewesen, das ist der Maßstab. Für jeden Mensch gibt es so sein eigenes Denkmal, das ist seine früheste Kindheit. Daran wird er gemessen. Das ist etwas, das ewig das Leben überstrahlt. Ihr wisst ja schon, ein einfacher Augenaufschlag von euch, wo ihr noch eins oder zweijährig gewesen seid, schon die ganze Verwandtschaft entzücken. Das sind die Sachen, die Jesus festhaltet über einem Menschenleben. Und er geht dann sogar noch mal einen Schritt weiter und sagt, und ich identifiziere mich mit jedem Kleinsten von innen, weil wer etwas innen antut, der tut das mir an. Von selber entwickelt sich das ja nicht einfach gut weiter. Aus diesem Grund muss man sagen, Himmel kommt zu Himmel. Jesus nimmt King auf eine Chance, er umarmt sie, er hat sie geherzt, heisst sogar. Das heisst, er gibt ihnen das, was sie schon haben. Weil die Kinderherzen, die sind sehr zerbrechlich. Gerade aus dem Grund, weil sie ein himmlisches Spiegelbild sind, in dieser vollen Zerbrechlichkeit, ist es nötig, dass das noch einmal gestärkt und unterstützt wird. So habe ich gestern in einem Film gesehen, wo ein arabisches dreijähriges Mädchen gefragt wurde, was sind die Juden? Das arabische Mädchen gesagt, es sind Säue und Affen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was kann man mit einem kleinen Kind machen? Man kann das Kind lernen hassen, man kann das Kind lernen ablehnen. Ob schon so viel vom Himmel eigentlich in einem Menschenherz ist, in einem Kinderherz, kann man dort auch schon etwas anderes neben suchen, aufbauen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Jesus so sorgfältig mit diesen Kindern ist umgegangen. Und ich bin überzeugt, er würde das Mädchen so auf den Arm nehmen. Er würde es so einschliessen in seine Liebe, dass ihm der Hass augenblicklich wegschmelzen würde. Das, was Jesus schlussendlich im Neuen Testament gemacht hat, ist nichts anderes als eine Erfüllung von einem alttestamentlichen Wort. Es ist immer interessant zurückzuschauen ins Alte Testament, so ein bisschen aus dem Blickwinkel von dem, was er geschehen ist mit Jesus. Da heisst es nämlich schon ganz früh im Psalm 115, Vers 14, der Herr segne euch je mehr und mehr.
Und dann kommt der Zusatz, euch und eure Kinder. Also, dass auch die Kinder schon gesegnet werden und nicht einfach mitlaufen, ferner liefen sie, sondern dass sie schon volle Personen sind, die den Segen von Gott nicht nur verdienen, sondern dringend nötig haben. Das merkt man schon im Alten Testament, das weiss man schon im Alten Testament. Jesus hat dem auf eine unerhörte Art Ausdruck gegeben und hat das dafür, dass das auch wir selber wieder tun können. Denken wir nochmal dran. Himmel kommt zu Himmel. Unsere ganze Liebe gehört auch den Kleinsten unter uns. Ich wünsche noch einen schönen Tag.